Neben mir steht ein Mann, der sich leidenschaftlich für Leckagen interessiert. Er ist nicht Dr. Leckage, sondern Dr. Klaus Vogel. Sie haben ja einen Forschungsbericht, ich glaube, letztes Jahr herausgegeben zum Thema Leckagebewertung. Kam richtig gut an, viele laden sich das runter. Wie sind denn Ihre persönlichen Erfahrungen an Reaktionen? Also im Moment ist es tatsächlich so, dass wir es ja in den Markt reingeschmissen haben, um zu schauen, was passiert jetzt eigentlich so mit den Ergebnissen. Weil es sind da 160 Seiten Bericht geworden. Und das hat die Leute natürlich zuerst mal erschlagen. Auf der anderen Seite natürlich werden viele Themen angesprochen, die auch brennen. Die Rückmeldung ist sehr gut, was wir erleben. Erstens mal die Resonanz dahingehend, dass man sagt, Mensch, mal sehr umfassend beschrieben. Über was mich besonders freue, sind immer die Rückmeldungen, dass man eine Leckagesystematik hat. Das heißt, wir haben eine einheitliche Sprache gefunden. Wir können uns jetzt auch unterhalten. Wenn wir von primärer Leckage sprechen, dann wissen jetzt auf einmal alle, um was es dann in letzter Konsequenz geht. Wir sind im Moment auf der Tingle-Tour, sage ich mal. Das heißt, wir präsentieren uns auf verschiedenen Veranstaltungen, warten gerade auf so die Reaktionen ab, was kommt aus dem Markt wieder zurück. Damit können wir natürlich in Zukunft auch immer das eine oder andere wieder anstoßen und überlegen, wie wollen wir eigentlich damit noch weiter angehen. Und Sie haben vor 2 Jahren auf der Blow-Dot-Tagung hier gesprochen, da haben Sie ja so das Zwischenergebnis, was wahrscheinlich kommt, präsentiert. Was war jetzt heute neu? Genau. Also eigentlich das, was wir vor 2 Jahren erzählt haben, wo soll es hingehen, konnte man heute sehen, aha, das haben wir tatsächlich auch abgearbeitet und sogar weit darüber hinaus, dadurch, dass wir Spezialthemen aufgenommen haben, wie die Frage Leckagen aus der Blick eines Lüftungstechnikers, die Frage aus, wie geht jemand aus dem Bereich des Brandschutzes, des Schallschutzes mit diesem Thema um, haben wir jetzt auf einmal interdisziplinär Leute mit eingebunden, wo jeder normalerweise so auf der Baustelle sein eigenes Ding macht. Das heißt, wir haben jetzt praktisch eine Vernetzung der einzelnen Disziplinen hergestellt und hoffen uns natürlich auch, dass jeder aus seiner Disziplin heraus es wieder in seine Szene reinträgt, weil es gibt nur einigen Abstimmungsbedarf zwischen den Disziplinen. Das hat man auch schön gesehen, die Wirkungsweise einer Leckage, zum Beispiel feuchtetechnisch, ist anders zu beurteilen unter Umständen dieselbe Leckage, als wenn zum Beispiel jemand aus der Geruchsthematik draufschaut. Für den einen ist es dann eine Katastrophe und für den anderen sagt er, damit gehe ich sehr relaxed. Und das zeigt schon, so einfach das Thema einfach mal abzuhaben mit einem Leckagemarken. Ich halte irgendwas hin und es ist gut. Das funktioniert nicht. Man erwünscht sich das natürlich sehr auch auf dem Markt, aber das kann man nicht bieten. Dafür ist das Thema einfach zu komplex. Vielen Dank. Gibt es denn dann demnächst mal die Forschungsberichtsauflage 2? Also das ist jetzt nicht geplant. Geplant ist eigentlich jetzt die Resonanz auf dem Markt wahrzunehmen. Wir sind hier wie auch jetzt auf dieser Veranstaltung mit Vorträgen präsent mit Zeitungen und Fachzeitschriften. Wir haben natürlich das Ohr am Markt wieder mit umgegangen wird, um dann später vielleicht auch eine andere Konsequenz daraus zu ziehen. Aha, hier bedarf es nochmal einer Detaillierung oder Vertiefung oder vielleicht auch mal irgendwann, das steht noch nicht gar nicht fest, nochmal eine Vereinfachung herbeizuführen für die verschiedenen Szenen. Dann vielen Dank und den Forschungsbericht können Sie kostenfrei herunterladen auf der Seite vom Blitz und die heißt luftdicht.info. War das richtig? Ja, genau. Luftdichtung.info.